So, 5 Kilometer noch bis Bonn Hauptbahnhof. Da kommt sicherlich gleich die Ansage. Auf jeden Fall kommt gleich die Ansage. Aber wir sind richtig gut unterwegs. Ehrlich, richtig gut, würde ich sagen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh, der Kollege von der Regionalbahn. Oh, ich glaube, wir haben ihn verbremst. Hallo, oh, zwei solche Dinger habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja echt noch nie gesehen. Krass, mal wieder fast alle Türen aufgemacht, außer einem Waggon. Starke Leistung, würde ich sagen, Patrick. Starke Leistung, würde ich sagen. Und gleich schon wieder Abfahrt hier in Brühl und dann fahren wir auch schon Bonn an und in Bonn haben wir dann halt diese Zugdurchfahrt. Mach hier einfach mal fast eine Minute Aufenthalt. Und nächste wäre jetzt Bonn. Da kommt sicherlich gleich noch zu einer Ansage. Also, wie gesagt, hier sind so geile Ansagen dabei, das lohnt sich echt. Ich weiß gar nicht, haben die Güterzüge eigentlich auch mal Verspätung? Davon hört man nie was, ne? Von Güterzüge. Komische Situation. Also entweder bin ich einfach zu schnell oder der ICE ist einfach zu langsam. Aber ich finde das einfach geil, das mit den Überholungen, Ansagen und es hat einfach was. Es hat ehrlich einfach was.
Aber irgendwie habe ich hier extremst Frame-Einbrüche. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas stimmt mit meinen Grafiken hier noch nicht ganz. Wir müssen einfach mal gucken. Da vorne kommt ein Zug. Ah, ein Intercity Express. Ein IC, Entschuldigung, ist ja gar kein Intercity Express. Ich sehe jetzt schon kommen, dass die Kommentare kommen. So, in 7 Kilometer erreichen wir Bonn Hauptbahnhof. Mal gucken, da kommt aber auch gleich noch eine Ansage, würde ich sagen. Könnt ihr mal Arsch drauf verwetten? So, 5 Kilometer noch bis Bonn Hauptbahnhof. Da kommt sicherlich gleich die Ansage. Auf jeden Fall kommt gleich die Ansage. Aber wir sind richtig gut unterwegs. Ehrlich, richtig gut, würde ich sagen. Aber es ist echt performancefressend. Wir gucken mal kurz was. Nee, scheiße, können wir während der Fahrt gar nicht machen. Ah, cool. Okay. Hä, lol. Hi. Nächste Station, Bonn Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir kämen hier sogar in Bonn mit 3 Minuten Verfrühung an. Leckt mich am Arsch. Aber wir haben echt Performance-Einbrüche, das tut mir leid, meine Damen und Herren. Wir werden das sicherlich... lol. Sicherlich noch beheben. In Bonn Hauptbahnhof haben Sie Anschluss an kurz vorm Einschlafen Regionalbahn nach Bonn. Wählen über Bonn Bad Godesberg, planmäßige Abfahrt 12.08 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig an den Intercity nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Koblenz und Mainz 12.14 Uhr von Gleis 3 an die Regionalbahn nach Bad Münstereifel 12.16 Uhr von Gleis 5 an die MRB nach Koblenz Hauptbahnhof mit Weiterfahrt nach Mainz Hauptbahnhof 12.27 Uhr von Gleis 3. An die Regionalbahn nach Euskirchen 12.46 Uhr von Gleis 5. Sowie an den in ICE 15 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dieser Zug wird über Bonn umgeleitet.
begleitet mit Halt in Bonn Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunft in 10 bis 20 Minuten auf Gleis 3. Des Weiteren haben Sie Anschluss auch an die Busse des Schienenersatzverkehrs zum Bahnhof Siegburg-Bonn. Diese Busse fahren am Bahnhofsvorplatz ab. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Sogar mit SCV. Ja, das würde auch noch richtig geil kommen. Geil wäre es mal hier so rechts rüber noch zu fahren. Naja, Träume werden manchmal wahr, ne? Manchmal auch nicht. Zack, mit Verfrühung reingekommen. Noch einen Kilometer vorfahren können, dann wären alle Türen aufgegangen. Naja, egal jetzt. Kann mal passieren, muss nicht immer passieren. Machen wir noch ein Foto hier. Weil wir ja nie wissen, welches wir für das Thumbnail benutzen. Aber mal gucken. Ich bin ja da immer so, naja. Bin ja mal gespannt. Jetzt müssten wir erst in den Bonn hier ankommen. Und jetzt haben wir nochmal 2 Minuten Aufenthalt hier. Leck mir am Arsch. Habt ihr das schon mal erlebt gehabt, dass ein ICE zu früh angekommen ist? Dann schreibt es mir nochmal. ICE, da ist schon Regionalexpress oder generell irgendein Zug. Dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare rein. Da kommt ein Güterzug. Aha. Na, der hat gleich sicherlich Abfahrt hier. Stellen wir uns mal hier hin und gucken das Ganze nochmal an, würde ich sagen. Wir haben sogar vor den ICE-Ausfahrt, obwohl er hier länger drin steht. Was wäre echt? Jetzt Rausfahrt hier.
Da fährt er davon.